Oh hey, der Reiter ist wieder durch die Gegend am Reiten. Genau, nach links muss ich. Nee, da oben will ich doch gar nicht hin. Wait, what? Ach, ich bin hier, wo ich auch diesen kleinen PvP-Kampf hatte. Stimmt. Mir fällt gerade ein, ich wollte nach Tiefenwurz, richtig? Ja, sieht nach Tiefenwurz hier aus, oder? Komplett vergessen. Gut, ich denke mal, da dürfte ja kein Riesengebiet hier sein, ne? Also kann ich, glaube ich, den Kram hier erkunden und dann gehen wir wieder zurück nach Tiefenwurz. Vorausgesetzt, ich vergesse es nicht schon wieder. Ach, Agro. Ja gut, dann gehe ich da hin. Die Schattenburg. Lecker. Oh, die Typen mit den Glocken wieder. Hoffentlich treffe ich dann nicht wieder auf den Typen, der dann da seine zig Arme da hat und dann auf einen draufschlägt, als wenn er so ein Anime-Charakter wäre. Bild. Ich denke jedes Mal, das wäre es eine gemalte Welt. Lied des Helden. Weiß der Geier, wo genau das ist. Sah aber irgendwie aus, als wenn das irgendwo in der Nähe von Laendel wäre. Hi! Pff, super! So viel zu dem Thema.
Hört doch mal auf! Ja. Das passiert einfach in Skyrim. Eigentlich auch in allen möglichen anderen Open-World-Spielen. Vor allen Dingen, wo du dann sehr viele Sachen hast, die du machen kannst. Da rennst du durch die Gegend, hast ein bestimmtes Ziel gehabt und am Ende... Was wollte ich hier nochmal? Irgendwas wollte ich doch bestimmtes machen, oder? Breath of the Wild zum Beispiel. Jetzt eigentlich zu einem ganz bestimmten Ort und... Oh, da ist noch ein Schrein und hier ist noch ein Schrein und da ist ein Schrein. Deswegen wollte ich überhaupt nochmal hier hin? Ich wollte doch irgendwas machen, ey. Keine Ahnung mehr. Verdammt! Ich hoffe mal sehr, dass das hier das 0815-Gift ist und nicht das tödliche Gift. Wäre ein bisschen blöd, wenn ich das auf einmal hätte. Oh, da geht's auch noch irgendwo hin. Okay, ist das nur noch 15 Gift. Ach, jetzt merke ich gerade wieder, was ich machen wollte. Ich wollte doch Dingensbums reinnehmen. Das Entgiften per Zauber. Jetzt auch vergessen wieder zu machen. Oh ja, super. Ja, hallo. Blöde Echsen. Dass die immer diese Riesenaugen haben. Die haben aber höchstwahrscheinlich auch genauso wie die in all den ganzen anderen FromSoft-Spielen die kleinen Augen, richtig? Ich meine da gerade was gesehen zu haben. Wo ist meine Lampe? Ich glaube, man sieht da immer noch das kleine Auge. Ja. Kann sein. Ist schwierig zu erkennen gerade.
Oh, nicht schon wieder tiefer Sumpf. Ich hasse tiefen Sumpf. Mann! Oh. Mehr ist hier scheinbar wohl nicht, so wie das aussieht. Oh, ist automatisch wieder drin. Okay, cool. Bestienblut. Von welcher Bestie eigentlich? Von der Schnecke? Muss ja wirklich eine ziemlich gefährliche Bestie sein. Warum zum Geier kriege ich immer noch Gift? Oh no. Not this asshole. So schnell wie die einkillen können. Und schlimmer als ein Boss. Wahrscheinlich geht's hier weiter. Ja, ich gehe erstmal da hinten hin. Ist da was? Ne, ich glaube, da hinten ist... Oh, hey, hier ist eine Leiter. Keine Ahnung, ob ich... Nee, das ist eine andere Leiter. Da war ich noch nicht genau. Ich dachte, das wäre... Hi. Ich dachte, das wäre die, wo ich runtergegangen bin. Meine Fresse, hör mal auf mit deinem blöden Mist. Holy shit. So viele Schmiedesteine, die ich finde, und keine nutze ich. Weil ich keinen Schmiedestein gebrauchen kann. Kann nur noch so einen uralten Drachenschmiedestein oder so ähnlich verwenden. Kein Schimmer, wo es den gibt. Ich hoffe ja einfach, dass ich den irgendwann finde. Oder geht's hier weiter? Kann auch sein, dass das vielleicht hier weitergeht. Okay. Hi! Wie geht's denn so? Ja, und von hinten werde ich angekotzt. Super.
Ja, klar, so heißt das hier Dark Souls 2 oder was? Ich schon sagen, der ist da runtergesprungen. Oh, hi. Oh, der hält ja mal gar nichts so aus. Niedlich. Irgendwie mag ich diesen Raum nicht. Valkyrenprothese. Ey, ist das nicht das, was Dingensbums haben will? Kein Schimmer, wie die jetzt nochmal hieß. Das eine Mädel, dem ich da geholfen habe, war da. Ich hab immer noch Aggro. Was da irgendwo in der Nähe von diesen einen Ruinen steht. Millicent, genau. Ich glaube, die wollte ja die Prothese haben. Frag mich, was eigentlich genau hier passiert ist, dass dieser ganze Ort da voll mit dieser Seuche da ist. Oder Giftgedöns, keine Ahnung, irgendwas auf jeden Fall. Ist da oben was? Nicht sicher, ob das da oben irgendwas ist. Meine Fresse, sind ja überall Zombies. Oh, klar, das sind dann auch noch die, die hier die Scharlachfäule verteilen oder was? Nein, 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 nein. Irgendwie meine ich doch, dass ich da irgendwie doch in den großen Bereich von der Burg doch reinkommen könnte, oder nicht? Hoffentlich nicht durch eine illusionäre Wand. Oder muss ich klettern? Weil irgendwie muss ich doch bestimmt da in diesen Turm reinkommen. Moinsen Almix, das ist die Drachenhelebarde, ne? Genau, Drachenhelebarde.
Die findet man in Siofra? Ja, ich glaube in Siofra. Da muss man einen Drachenblutritter besiegen. Ich glaube, dass er so hieß. Ja, an sich schon, ja. Macht auf jeden Fall nicht gerade wenig Damage. Hier ist gar nichts? Huh, okay. Ist das eine... Nee, das ist keine Tür. Das ist einfach nur ein Fleck an der Wand. Mal gucken, ob hier irgendwas Interessantes ist. Haufenweise Statuen? Oh. Oh, das war einer. Malay Marais. Kastellan der Schattenburg. Autsch, ja. Geil. Immer wieder schön. Wait. Der hat eine Waffe, der die Scharlachfäule verursacht? Das ist ja mies. Oh, der kann nicht getroffen werden von dem Riesen. Na toll. Mhm, mhm, klaro, klaro. Jo! Droppst du was Tolles? Ameisenstachelrapier und seine Klamotte. Sicher doch, schön wieder flambiert werden hier. Oh, war ja klar. Ach so, das macht keinen Damage, okay. Ich bin zu gierig gerade. Geht doch. Ach, der kloppt einfach so um. War nur noch ein Treffer. Okay, was macht die Waffe? Irgendwas Tolles? Aufspießender Stoß. Hm. Jetzt nicht unbedingt wirklich weltbewegend, das Talent. Aber der passive Effekt ist umso mieser. Löst Scharlachfäule aus. Macht die Klamotte von dem irgendwas Tolles? Nö, ne? Erhöht die Arkanenergie. Das nicht. Na, ich bleib bei dem komischen Teller. Ich mach zwar dadurch ein bisschen weniger Damage, aber was soll's. Da liegt noch ein Item. Bestimmt kann man irgendwie in das Gebäude da rein.
Ne, hier war ich schon, so wie das aussieht. Ist vielleicht irgendwas auf der anderen Seite? Da sehe ich auf jeden Fall ein Item. Nee, wait a second. Oh, hier. Hä? Wie kommst du denn da hin? Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, oder? Ich meine, ich bin hier hingekommen, also... Funktioniert's? Oh, nett. Das nehme ich doch gern mit. Ich sehe da eine Leiter. Muss man da irgendwie rüber jumpen? Damit man da irgendwo hoch kann? Oder. Stimmt, kann ja sein, dass ich vielleicht auch da einfach irgendwo hin kann. Da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Hier ist Sackgasse. Mal dein Mana, ja? Ich brauche so ein bisschen was. Oh, und da haben wir den nächsten Kandidaten für die Mana Regeneration. Und noch einer. Ja, nice. So viele, die gerade freiwillig ihr Mana wiedergeben. Das sieht man noch gern. Ich glaube aber nicht, dass ich da jetzt wirklich da irgendwie so fast schon Frogger-mäßig irgendwie durch die Gegend jumpen soll, damit ich dann da hinten ankomme. Das kann ich mir gerade ehrlich gesagt nicht vorstellen. Allerdings bin ich da gerade an das eine Item rangekommen, also wer weiß. Oh shit! Okay. Ich würde das ja gerne mit meinem Pony machen, aber leider kann ich das hier ja nicht benutzen. Das
sieht mir nicht so aus, als wenn das so gedacht wäre. Ja, vor allem, wie soll ich denn jetzt... Ah, wobei... Ich brauche die Bergziege Eloy aus Horizon. Die kann besser die Wände hochklettern.